Heute für euch die 10 schnellsten Dinge auf dieser Welt. Los geht's. Nummer 10. Das schnellste Flugzeug der Welt ist der SR-71 Blackbird. Zwar ist diese US-amerikanische Erfindung schon über ein halbes Jahrhundert alt, doch trotzdem kommt kein anderes Flugzeug an den Jet heran. Es erreicht eine Geschwindigkeit von 3529 km/h. Das Geheimnis der Geschwindigkeit liegt im Motor, oder besser gesagt in seinen Bypassrohren, die erst aktiviert werden und Luft in den Verbrennungsmotor pressen, wenn das Flugzeug 2,2 Mach erreicht hat. Durch die Aktivierung dieser Bypassrohre erreicht das Flugzeug seine maximale Leistungsfähigkeit. Und die Nummer 9. Der Thrust SSC, auch Thrust Supersonic genannt, ist das schnellste schubkraftbetriebene Landfahrzeug der Welt. Es ist 16,5 Meter lang, 3,7 Meter breit und wiegt 10,5 Tonnen. Seine 110.000 Pferdestärken beschleunigen ihn auf 1227 Kilometer pro Stunde. Dieses Fahrzeug ist so schnell, dass es 1999 in der Black Rock Wüste in Nevada sogar geschafft hat, die Schallmauer zu durchbrechen. Es besitzt zwei hocheffiziente RR Space Turbo Verbrennungsmotoren und verbrennt dabei 18 Liter Benzin pro Sekunde. Kunde. Nummer 8. Der schnellste Computer. Der schnellste und leistungsstärkste Computer der Welt kommt aus China. Der Tianhe 2 wird in der National Defense University of Defense Technology in China genutzt und erreicht 33,86 Petaflops pro Sekunde. Damit ist er rund 4000 Mal schneller als der leistungsstärkste Mac auf dem Markt und fast doppelt so schnell wie der bis dahin leistungsstärkste Supercomputer, der US-amerikanische Titan mit 17,59 Petaflops pro Sekunde. Der Computer basiert auf dem Betriebssystem von Linux und kostet schlappe 353,6 Millionen Euro. Nummer 7. Der jamaikanische Sprinter Usain Bolt ist achtmaliger Weltmeister, der schnellste Mann der Welt und dazu noch der höchstbezahlte Leichtathlet aller Zeiten. Mit seinen erst 29 Jahren hat er es geschafft, den Weltrekord im 100- und 200-Meter-Lauf aufzustellen. Außerdem hat er bereits 6 olympische Goldmedaillen gewonnen. Internationale Bekanntheit erlangte der Sportler durch seinen Doppelsieg bei den Olympiaden in Peking. Er ist so schnell, dass er auch Lightning Bolt, auf Deutsch Blitzbolt genannt wird. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 6. Der schnellste Krankenwagen. Der Lotus Evora ist der schnellste Krankenwagen der Welt. Zwar handelt es sich nur um einen Zweisitzer, doch wenn jede Sekunde zählt, dann ist dieses Fahrzeug mit seinen knapp 300 km/h ein echter Lebensretter. Der 150.000 Dollar teure Krankenwagen ist mit einer Sirene und mit einem Notebook ausgestattet, mit dem die Sanitäter den Ärzten wichtige Informationen über den Patienten übermitteln können. Und die Nummer 5. Die Rutsche Insano in Brasilien ist die schnellste Rutsche der Welt. Sie ist 41 Meter hoch, besitzt also die Höhe eines 14-stöckigen Hochhauses und außerdem unheimlich steil. Kein Wunder also, dass man beim Abgang eine Geschwindigkeit von 100 km/h erreicht. Da man die meiste Zeit unter freiem Himmel runterrutscht, kann der Abgang auch mal mit einem 5-sekündigen Freifall ins Wasser verglichen werden. Am Ende wartet dann ein Schwimmbecken auf die mutigen Personen, wo sie sich von ihrem Schock erholen können. Na dann Prost. Und die Nummer 4. Ricky Raphael Brown, auch bekannt unter dem Künstlernamen No Clue, ist der schnellste Rapper aller Zeiten. Er hat 2 EPs und ein Mixtape veröffentlicht und zusätzlich den Guinness-Weltrekord für den schnellsten Rapper gebrochen. Im Jahr 2005 nahm ihn ein staatlich anerkannter Logopäde auf. Die Aufzeichnung ergab, dass der Rapper 723 Silben in nur 51,27 Sekunden rappte. Das macht 14,1 Silben pro Sekunde. Das Erstaunliche daran war auch noch, dass der Rapper keine zusammenhangslosen Verse von sich gab, sondern sie tatsächlich Sinn machten. Und da sind wir auch schon bei der Top 3. In der südchinesischen Stadt Guangzhou entsteht in einem Hochhaus der schnellste Aufzug der Welt. Die Fahrt in den 95. Stock eines 530 Meter hohen Hochhauses soll nun 43 Sekunden dauern. Das ist absoluter Rekord. Dabei erreicht der Aufzug 72 km/h. Nach Angaben des Herstellers ist der Aufzug mit hochqualitativer Technologie ausgestattet, um die Sicherheit der Nutzer garantieren zu können. Na, wenigstens das. Der Aufzug wird voraussichtlich 2016 fertiggestellt. Und die Nummer 2.
Die schnellste Achterbahn der Welt heißt Formula Rosa und befindet sich in der Ferrari World in Abu Dhabi. Die Achterbahn verfügt über hydraulische Pumpen, mit denen sie in ungefähr 5 Sekunden eine Geschwindigkeit von, und jetzt haltet euch fest, 241 km/h erreicht. Sie ist so schnell, dass man sogar Schutzbrillen tragen muss. Als wäre die hohe Geschwindigkeit nicht schon genug, ist die Achterbahn auch noch sehr lang. Die Strecke misst 2,2 Kilometer und gehört damit auch zu den 6 längsten Achterbahnen der Welt. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Der Hennessy Venom GT erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 447 km/h und ist somit das schnellste Auto der Welt. Damit löst es den Bugatti Veyron Supersport mit seinen 407,5 km/h. Aber auch nur theoretisch, denn das schnellste Auto der Welt hat es noch nicht ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Das liegt daran, dass es für einen Eintrag 2 Testläufe in 2 verschiedene Richtungen braucht, die aber im Fall des Hennessy Venom GT noch nicht durchgeführt worden sind. Somit ist der Bugatti Veyron Supersport immer noch Spitzenreiter. Er beschleunigt von 0 auf 100 in nur 2,5 Sekunden. Nicht schlecht. Jetzt könnt ihr euch noch die 13 teuersten Autos auf dieser Welt anschauen. Auch ein wirklich sehr interessantes Video. Einfach mal hier klicken. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.